Hallo, herzlich willkommen zu Franzis Küchenwelt. Ich habe heute ein Hähnchenbrustfilet mit Ricotta Kräuterfüllung und wir fangen auch gleich an. Ihr braucht 150 bis 180 Gramm Ricotta, ein paar Kräuter. Ich verwende hier Minze, Thymian, Rosmarin und Petersilie, ein bisschen Knoblauch, irgendwelche Kerne, wie zum Beispiel bei mir jetzt die Sonnenblumenkerne. Ein bisschen Zitronensaft, Cayenne, Pfeffer, Salz und zwei Hähnchenbrustfilet. So, und jetzt beginnen wir als erstes damit, dass wir den Knoblauch schälen. Und dann hackt ihr ein Stück einfach klein. Und ebenso werden dann die Kräuter gehackt. So, und dann nehmt ihr euch, wenn ihr alles gehackt habt, eine Schüssel und gebt alle Kräuter hinein und auch den Knoblauch. Wenn ihr jetzt noch möchtet, könnt ihr die Sonnenblumenkerne noch ein bisschen hacken. Dann gebt ihr sie ebenfalls in die Schüssel. Ansonsten könnt ihr sie auch ganz reingeben. Dann nehmt ihr den Ricotta, gebt es zu den Kräutern. Und was sonst noch mit drin ist. Ebenso kommt der Zitronensaft, der Cayennepfeffer und Salz und der normale Pfeffer. Und dann wird das Ganze schön vermischt. Jetzt könnt ihr das Ganze abschmecken, wobei ihr ruhig ein bisschen kräftiger abschmecken dürft. Und dann nehmt ihr die Hähnchenbrust und wenn ihr so unschöne Stellen noch dort habt, schneidet ihr sie weg. Wenn es nur Fett ist, könnt ihr es natürlich auch dort lassen. So, und ihr seht schon, ich habe jetzt ein langes, schmales Messer. Es sollte auch mit einem kleinen, schmalen Messer gehen. Aber jetzt müsst ihr im Prinzip ein Loch in die Hähnchenbrust machen. Das sollte nicht zu tief gehen, aber auch nicht zu kurz sein. Und dann braucht ihr einen Spritzbeutel oder ähnliches mit einer relativ langen Tülle. Und da gebt ihr jetzt die Ricotta-Masse rein. Und dann nehmt ihr die Hähnchenbrust, geht mit der Tülle rein und füllt das Ganze einfach mit der Masse auf. Allerdings kann es euch je nach Tüllengröße auch passieren, wenn ihr die Sonnenblumenkerne nicht richtig gehackt habt, dass es nicht funktioniert. Und wenn ihr die beiden Hähnchenbrust dann so gefüllt habt, dann würzt ihr sie mit Salz, Pfeffer und ihr könnt auch ein bisschen Cayenne drauf geben. So, jetzt nehmt ihr einfach einen Schluck Öl, gebt ihn in die Pfanne. Ihr könnt auch Butterschmalz verwenden. Und dann legt ihr die Hähnchenbrust einfach rein, wenn das Fett heiß ist, und bratet sie scharf an. Wenn das Ganze dann ein bisschen Farbe bekommen hat, gebt ihr einen Deckel drauf und stellt es bei niedriger Hitze für etwa 20 bis 30 Minuten zur Seite. Und wie ihr jetzt gesehen habt, habe ich die Oberseite des Hähnchenbrustfilets kurz angebraten und habe es dann wieder zurückgedreht. Da ist mir sonst die ganze Füllung rausquetschen würde, und das möchte ich ja nicht. So, das war's zum Hähnchenbrustfilet. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr es jetzt nachkochen möchtet, habe ich es auf meinem Blog rezeptdeck.blogspot.de zusammengeschrieben. Den Link findet ihr auch unten in der Infobox. Und dort findet ihr auch alle anderen Rezepte, die ich bisher gemacht habe. Und ansonsten würde ich mich natürlich noch freuen, wenn ihr mir in die Kommentare unten oder Social Media technisch schreibt, wie es euch geschmeckt hat, wenn ihr davon was kocht. Und auch gerne, wenn ihr Rezeptwünsche habt.
Und ansonsten war es das schon fast für diese Woche. Ich habe natürlich auch das Video, was ich letzte Woche gemacht habe. Das waren die veganen Linsenbratlinge hier irgendwo verlinkt. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!